Und deswegen müssen wir jetzt alle hier am Respekt verlieren. Ja, komm, komm, wir schaffen das alle. Da kommen wir mit. Nee, also erstmal sind wir noch lange nicht per Du. Und zweites Mal erweisen sie mal ein bisschen Respekt. So ein Ding ist das. Ja, haben wir es doch. Sie können sich rühren, Gentlemen. Guten Tag. Dann Glückwünsche ich Shovel. Herzlichen Glückwunsch zum Private First Class. Herr Max, bei Ihnen das Gleiche. Herzlichen Glückwunsch zum Private First Class. Schreckse, Glückwunsch zum Private First Class. Und Crate, bei Ihnen auch. Herzlichen Glückwunsch zum Private First Class. Die Rest Chase an Mortarion, bitte kommen. Büro von Mortarion hört. Star, Sie beaufsichtigen das Ganze zusammen mit Rain. So, verstanden. Wo ist denn mein Sergeant? Weiß ich nicht. Noch gar nicht aufgewacht. Ah, Freunde! Blue Eye, wo ist Cabor? Ein Crusher. Ich kann mal Funk. Ja, dann fragen Sie aber nur nach Cabor, nicht nach Crusher, sonst Cabor wieder beleidigt. Ja, da ist er. Ah, siehst du, jetzt hab ich's verkackt. Hallo Cabor, ich freue mich, Sie zu sehen. Ach, hier ist Cabor. Mhm. Aber ich glaube, er ist nicht ansprechbar. Cabor? Haben Sie Zeit? Für was? Ja, dies, das, Sie wissen schon. Das Übliche. Eine Außenpatrouille. ATCE, ja. Hab ich gehört. Ich weiß noch Perfekt. Nicht. Eigentlich. Ich mache das stark klar. Grundsätzlich würde ich sagen ja, aber ich wollte eher mit einer kleineren Gruppe los. Wir kompensieren Glück mit Coin. Oh, den Glauben. Ja, na klar, das wüsste ich aber. Warum Sie denn damit? Star. Ja. Wir kurz pieksen. Waren das Drogen? Immer doch. Dann will ich auch welche. Ja, guck mal, Sie funken Reshi an und treffen sich mit ihm. Im Haupthangar stehen schon ein paar andere Jungs von uns. Warte, ja, Flash, wenn du fertig bist, kommst du mit den beiden auch in den Haupthangar, ja? So, mein Panzer! Was ein Schmuckstück. Oh, der General ist gerade bei unseren Leuten. Ich hab da ein ganz mieses Gefühl. Ich werde irgendwie so in der Richtung, General. Corporal? Private? Könnt euch rühren. Ich hörte, ihr wollt eine Patrouille durchführen. In der Tat. Aber hoffentlich nicht ohne mich. Sie sind herzlich eingeladen, General. Sehr gut. Wenn nicht, hätte ich mich auch selber eingeladen. Genau, ich muss dann einmal die Männer ordinieren. Ich gehe einmal zu den Leuten, ja? Stell euch sagen Bescheid, wenn wir abrücken. Ah, Rain, du begleitest uns? Ich bin reich! Gutes Gespräch. Sollten wir wiederholen. General Skywalker, Sie wollen uns doch bestimmt bei dieser außerordentlich wichtigen Mission dabei haben. Telefoniert er gerade mit Button oder warum? General? Alter, Sie können schon mal aufsitzen an den Vordersten. So, bravo für Sie ist der zweite organisiert. Und Charlie, Sie gehen in den Hintersten. Der gehört euch, General. Saß lange nicht mehr an so einem Ding. Ah, man gewöhnt sich dran. Also, hergehört. Alle vollzählig, einmal die Alpha, Bravo, Charlie melden. Bravo, bereit. Charlie, bereit. Alpha hört, was gibt's? Ich bin bereit. Dann Alpha, rücken Sie Richtung Zeta aus. Bravo, Charlie, rücken Sie Richtung Kairo aus. Ausführen. Charlie, wir können weiter. Team Alpha, kommt mit mir geredet. Die Basis. Alles klar. 10-4, Alpha. Ja, Bravo, sprechen Sie sich mit Charlie ab und gehen Sie gleichzeitig rein. Trupp Charlie, let's go. Bravo Charlie, sichern Sie den Außenposten. Trupp Bravo, wo bleibt ihr? Wir sind schon da. Jason, Star, können wir jetzt rein? 10-4, Charlie, sichern Sie den Außenposten. Alles klar, rein geht's. Machen wir's ja. Welch wunderbare Bergluft hier oben. Die Kommandozentrale ist gesichert. Rechte Seite oben ist ebenfalls gesichert. Bravo Charlie, machen Sie Meldung. Charlie hat den Außenposten, Trupp Charlie und Bravo haben den Außenposten gesichert. Es ist kein Feindkontakt aufgetreten, alles sicher. Bravo Charlie, sprechen Sie sich ab, sichern Sie das Gebäude und die nähere Umgebung etwa 50 Meter in jede Richtung. Wenn die Truppführer mit der Einstellung fertig sind, treffen Sie uns in der Kommandozentrale. General, gehen wir ran. Alpha für Einsatzleitung, geben Sie mir ein Update. Gitter soweit sicher, kein Feindkontakt. 10-4, halten Sie mich auf dem Laufenden. Also wir haben jetzt die Truppen von Charlie und Bravo vereint und zusammen auf Patrouille geschickt bzw. zum Sichern der Tür verwendet. Team Alpha meldet Feindkontakt. 10-4 Alpha, benötigen Sie Unterstützung? Negativ, Sir. 10-4, melden Sie weiter. Auch dass der jetzt besetzt ist, finde ich sehr, sehr gut. Deswegen die Positionierung des ATTEs ist optimal. Wir warten uns auch eben auf, dass Psycho wieder da ist. Und ich weiß auch nicht, wo der General jetzt hingerannt ist, aber der kommt bestimmt auch gleich wieder. Melde haben den Feind zurückgeschlagen. 10-4 Alpha, um welche Art Feindkontakt handelte es sich denn? Melde doch weitere Feindkontakten. Sekten, die fliegen können. 10-4 Alpha, benötigen Sie Unterstützung? Wir benötigen immer noch eine Verstärkung. Nee, ich glaube, der ist dann voll. Der ist zu voll, ne? Also entweder gehe ich oder General mit. General, wir haben ein kleines Platzproblem. Also entweder gehe ich jetzt noch mit oder Sie gehen jetzt noch mit nach Zeta. Wie hätten Sie es gern? Ich spreche das gleich mit ihm ab. Setzen Sie schon mal auf und warten Sie auf weitere Anweisungen. General? Annie!
Ah, General, sind wieder da. Ja, tut mir leid, ich hatte gerade ein wichtiges Ratsgespräch. Es ist jetzt so, dass ich Charlie jetzt nach Zeta schicke. Allerdings hat Bravo nicht mehr genug Plätze für uns beide. Also entweder gehe ich jetzt noch mit Charlie mit oder sie, je nachdem wie sie möchten. Die gehen nach Zeta, da war jetzt leichter Feindkontakt gemeldet, die Heavys sind auch da. Ich habe bereits schon genug vom Krieg, am besten sie gehen damit. Also jetzt ist noch Bravo hier, Lance Corporal Psycho ist ihr Ansprechpartner, ja? Vielen Dank, Corporal. Jason, Star, wir sind aufgesessen. 10-4, ich bin auch da. Skeks, Sie sind mein Pilot, oder? Ja. Ah, Mahlzeit. Feindkontakt in der Bar. Dass ich Sie jetzt störe. Kommen Sie da weg. Oh, wir haben ja Feindkontakt auf dem Dach. Charlie, sichern Sie die Basis. Da absetzen. Hinterm LTT. Latschen Sie den Platt. Okay. Bravo hat keine Verluste erlitten. Charlie ebenfalls nicht. 10-4, sichern Sie weiter die Basis. Also folgendes, Skipper wollte Männer haben. Mir wurde so übertragen, dass ich mit dem RTTE zu Auric moven soll, damit er da seine Männer hat. Dann sagt Skipper auf einmal, während wir vor Zeta stehen, mit dem RTTE, mit der LIP, dass wir wieder moven sollen, weil er genügend Männer hat. So, Punkt. Jason Star, hätten wir Feuererlaubnis für die Geschütze, um die Viecher auf dem Dach abzuschießen? Nein. Wenn Sie das Gebäude in Schutt und Asche legen, reiße ich Ihnen persönlich den Arsch auf. Entschuldigung. Ja, wir haben noch Feindkontakt auf dem Dach, deswegen habe ich die Feuererlaubnis anfragen lassen. Ja, warum schießen sie nicht einfach? Also nicht mit den Panzergeschützen, sondern mit den normalen. Teil vom Dach und wir deswegen wahrscheinlich die Fassade ein wenig in Mitleidenschaft gezogen wird. Wissen Sie, wie scheißegal mir die Fassade ist? Wenn da Leben in Gefahr sind, weil diese Viecher auf dem Dach sind, dann ballern sie die gefälligst runter. Nicht mit dem schweren Geschütz, aber doch bitte mit ihren Blastern. Die scheinen noch nicht aggressiv zu sein. Wissen Sie, wer der General ist? Na, der ist einfach, als er sich umgedreht hat, weg gewesen. Ja, okay. Macht nichts. Wie dem auch sei. Wir halten am ursprünglichen Plan fest. Psycho, Sie halten hier die Stellung. Flash, Sie setzen auf den RTTE auf. Und Alpha schicke ich jetzt auch los. Das heißt, wir treffen uns mit Alpha bei Aurek. Alpha für Star, kommen. Alles klar, Jungs, geht zurück. Setzen Sie Ihren RTTE und bereiten Sie den Ausrück vor. Melden Sie, wenn Sie bereit sind. 10-4, Sir. Charlie, sind wir vollständig? Commander Skywalker fehlt noch. Ja, der General Skywalker bleibt bei der Basis. Wie dem auch sei, Skeks, wir rücken Richtung Aurek aus, los geht's. Der Panzer bleibt draußen stehen, damit der LAT nicht da weg muss. Bleiben Sie draußen stehen, drehen Sie mal, dass Sie nach außen schauen und Flash, Sie rücken mit Ihren Männern einmal ein. Gut, Jungs, absitzen. Genau, Flash, Sie sichern das Gebäude. Ich unterhalte mich hier mal kurz. Hallo Star. Wer ist zuständig? Skipper hier. Star, hören Sie auf, mir zu schmeicheln. Ja, Sie mich auch. Sergeant. Major. Ja, Corporal, was kann ich sagen? Ist es recht, wenn wir abrücken? Ja, ihr könnt also die LEP, die kann schon mal losgehen. Wären Sie so freundlich und würden Sie mir diesen Riss hier in der Rüstung korrigieren? Aber natürlich. Vielen Dank. Sehr zusammengeschweißt. Ja, ein bisschen polieren und dann wird das Ganze wieder. Das machen Sie aber auch, Lance Corporal, nicht wahr? Ich schaue mir das später dann an, wie poliert das ist. Selbstverständlich. Stellen Sie mich nicht so bloß. Würde ich doch nie tun, das können Sie ja selber ganz besonders gut, indem Sie einfach nicht säubern. Fantastisch. Also, Charlie Alpha, aufsitzen. Gut, dann Sergeant Major, noch einen schönen Tag, ne? Corporal, auf bald. Bis zum nächsten Mal. Alpha Charlie, ausrücken Richtung Cave. Ich glaube, wir haben ein kleines Problem. Hört. Unser ATT und der Pilot ist gerade die Schlucht runtergestürzt. Unser ATT ist runtergestürzt in der Schlucht. 10-4, Planänderung. Alpha Charlie, wir gehen unter Kairo und suchen die Trümmerteile und gucken nach Überlebenden. Bravo, hört. Unabhängig davon, was wir jetzt hier gleich finden, funken Sie die FK an und bitten Sie um einen LAT, der Sie abholt. Ja, fahren Sie da jetzt nicht so nah ran, sonst explodiert er noch. Bleiben Sie mal hier stehen, Charlie sitzt ab und sichert die Unfallstelle, der Medic kümmert sich um den Verwundeten. Alpha, parken Sie neben dem anderen ATTE, setzen Sie ab und sichern Sie die Unfallstelle. So, 10-1. Nitro, eine Freude, Ihre Stimme zu hören. Star hier. Wir haben einen ATTE die Klippe runterstürzen lassen. Sie holen gerade die Jungs ab. Wäre es möglich, dass Sie die bei der Cave abliefern und dann ein LAATC holen und den heruntergestürzten ATTE hier aufgabeln? Der liegt auf dem Rücken. Also ich soll sie jetzt zur Höhle bringen. Aufstellen? Dann nee, ein LAATC durch diese kleine Klippe fliegen und den ATTE holen. Habe ich richtig verstanden? 10-4. Wenn ich sterbe, ist es Ihre Schuld. Charlie absitzen und Höhleneingang sichern. Also, Sie stimmen sich jetzt untereinander ab und durchsuchen die Höhle. Ja, Crate, bewegen Sie sich nicht von der Stelle. Alpha Bravo, Charlie, wir gehen jetzt raus. Zügig, bitte. Großartig. Und ab nach Hause. Irgendwas macht meinen Motor kaputt. Irgendwas stimmt mit meinem Motor nicht.
Charlie, Alpha, Bravo, absitzen, Umgebung sichern. Pilot, überprüfen Sie Ihren ATTE. Was ist das für ein ATTE? Was habe ich hier gemacht? Alle Einheiten verlegen nach Zeta. Der zweite ATTE stellt sich auch bitte nach Zeta rein. Und wir prüfen jetzt gleich mal, was hier draußen los ist. Alpha, Bravo, Charlie, koordinieren Sie Ihre Männer, verteilen Sie über die Mauern, über die Türme, wie auch immer. Und danach kommen die Truppführer in die Kommandozentrale. Also, wir haben jetzt das Problem, dass wir nur noch einen ATTE haben. Das heißt, der ATTE müsste zweimal laufen, aber wir wären dann hier vor Ort nur noch mit der Hälfte der Besatzung. Könnten Sie noch einen Piloten instruieren, der uns hier mit einem LAT abholt? Kann ich machen. Sehr gut, dann wird nämlich Trupp Charlie, weil das ihr ATTE ist, mit dem ATTE zurückreiten und mit zwei Piloten. Und der Rest wird mit dem LAT rausgeschoben. Verstanden? Wir rücken ab.